So, das ist der Triebwagen 1620 der Dresdner Verkehrsbetriebe. Im Zustand von ca. ab 1930. Es ist ein dressiertes Bäckermodell. Die Dachaufbauten wurden verändert. Markant ist vor allem der Bügel, der aus Neusilber geätzt wurde. Aber trotzdem funktionsfähig ist. Da es Metall ist, dürfte er sogar zur Stromabnahme taugen, wenn man das entsprechend anbauen würde. Weiterhin wurden viele Details verändert. Die Lackierung wurde entsprechend angebracht. Cremeweiß, hellgraues Dach. Und grüne Streifen und ein grünes Fahrgestell. Außerdem wurde das Fahrzeug mit Beleuchtung ausgestattet, die durch einen Spannungsregler geregelt wird, sodass sie auch bei größerer Geschwindigkeit annähernd gleich bleibt. Die Dachlaternen wurden ausgefräst, sodass da auch die Beleuchtung möglich ist. Der Beiwagen vom Typ B6 aus Dresden, BW 1043. Wurde dem Triebwagen in der Farbgebung angepasst und ebenfalls mit einer Beleuchtung ausgestattet. Die Fahrzeuge sind über Magnetkupplung verbunden. So, wie man hier sieht, ist diese ziemlich haltbar. Aber wenn man richtig zieht, geht ab. Es sind Minimagnete von 1 mm Durchmesser, 2 Stück pro Kupplung eingebaut, die ungefähr 200 Gramm Haltekraft haben sollen. Für den Betrieb hier ist es völlig ausreichend. Die Fahrzeuge haben sich selbstständig noch nie entkuppelt, es sei denn, man hält sie schlagartig während der Fahrt fest. Der Beiwagen ist ein kompletter Eigenbau hervorgegangen aus geätzten Neusilberblechen, die dann abgegossen wurden mit Gießharz. Das Dach wurde gefräst. Negativ gefräst und dann ausgegossen. Teile wie die Federn unten stammen von den BK-Fahrzeugen, von den Fahrwerken, die teilweise abgegossen wurden und dann neu zusammengesetzt, sodass die Form entsprechend dem Vorbild ist. So, machen wir noch eine Nachtfahrt. Wenn jetzt die Sonne untergeht,
bei anderen Fahrzeugen genauso. Beleuchtung funktioniert nur in Vorwärtsfahrt. Dadurch wäre es möglich, einen Tagbetrieb sowie einen Nachtbetrieb zu simulieren. Das ist beim Beiwagen nur ungünstig, da dieser nur auf einer Seite Türen hat und dann tagsüber rückwärts fahren würde. Führerstand im Triebwagen ist nicht beleuchtet, so wie das beim Vorbild auch ist. Der Perronteil hinten ist allerdings beleuchtet. Die eigentliche Frage bei der Beleuchtung ist das Schlusslicht. Später wurden an die Fahrzeuge kleine Schlusslichter angebaut. Bei dem Fahrzeug und auch bei den Beiwagen aus der Zeit um 1930 habe ich noch keine Schlusslichter entdeckt. Entweder wurden die beim Beiwagen dann noch auf dem Dach aufgebaut oder es gab im Perron ein rotes Licht hinten, das man außen vielleicht sieht, allerdings am Tage.